findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team. In der dynamischen Welt des Fußballs gibt es Momente, die weit über das Spielfeld hinausreichen. Ein solcher Moment wurde kürzlich durch die Entscheidung des türkischen Fußballverbands ausgelöst. Beşiktaş jungen Talente Sami Kılıçsoy und Ahmetcan Kaplan wurden überraschend aus der Nationalmannschaft ausgeladen und in das U21-Team versetzt. Diese Entscheidung hat in der Fußballgemeinschaft für erhebliche Kontroversen gesorgt. Insbesondere unter den Verantwortlichen und Fans von Beşiktaş hat Feyyaz Uçar, verantwortlich für die Fußballabteilung von Beşiktaş, seine Enttäuschung und seinen Unmut über diese Entscheidung in einer Reihe von Aussagen zum Ausdruck gebracht. Besonders betroffen von dieser Situation ist Semih Kılıçsoy, dessen Traum für die A-Nationalmannschaft zu spielen abrupt unterbrochen wurde. Uçar beschreibt Semihs tiefe Enttäuschung und Traurigkeit. Der Spieler bat ihn unter Tränen um Hilfe. Uçar kritisiert die Art und Weise, wie mit Semih umgegangen wurde und stellt die Entscheidung des Nationalteams in Frage. Die Begründung für die Versetzung in das U21-Team, nämlich dass Semih und Ahmetcan mehr Spielzeit benötigen würden, wird von ihm als nicht haltbar bezeichnet. Semih hatte bei Beşiktaş regelmäßige Einsätze und zeigte beeindruckende Leistungen. Die Entscheidung, Spieler basierend auf derartigen Begründungen aus dem A-Team auszuladen, wirft Fragen auf, ob dies gerechtfertigt ist. Uçar betont, dass die Entscheidung nicht nur Semih, sondern auch anderen Spielern wie Ahmetcan Kaplan Unrecht tut. Er fordert, dass solche Entscheidungen mit größerer Sorgfalt und Achtung vor den Spielern und ihren Karrieren getroffen werden sollten. Semih verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten und ist in der Lage, das Spiel zu verändern. Er wäre eine Bereicherung für jedes Team, einschließlich der Nationalmannschaft. Die Reaktion von Beşiktaş und insbesondere von Feyyaz Uçar auf diese Vorfälle ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der Verein seine Spieler unterstützt und bereit ist, für ihre Rechte einzustehen. Uçar betont, dass Beşiktaş diese Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen wird und fordert die Verantwortlichen des türkischen Fußballverbands auf, ihre Entscheidung zu überdenken, insbesondere im Hinblick auf die wichtig bevorstehende Turnier Euro 2024. In seiner Abschlussbemerkung betont Uçar die Bedeutung von Talenten wie Semih Kılıçsoy für den Erfolg des türkischen Fußballs auf internationaler Ebene. Er appelliert an die Entscheidungsträger, die besonderen Fähigkeiten und das Potenzial zu fördern, anstatt sie durch kurzfristige Entscheidungen zu demotivieren. Die Kontroverse um Semih Kılıçsoy und Ahmetcan Kaplan wirft grundlegende Fragen über die Kriterien und Prozesse bei der Auswahl und Behandlung von Spielern für die Nationalmannschaft auf. Es ist eine Erinnerung daran, dass hinter jedem Spieler nicht nur Talent, sondern auch menschliche Emotionen und Träume stehen. Die Verantwortlichen sind daher gefordert, mit Weitsicht und Respekt zu agieren, um das Vertrauen und die Motivation der Spieler zu erhalten. Beşiktaş engagiert sich weiterhin für Gerechtigkeit und Fairness im Fußball. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Situation weiterentwickelt und welche Lehren für die Zukunft des türkischen Fußballs daraus gezogen werden. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Abonniere jetzt. Sei der Erste, der nichts mehr verpasst. Klicke auf den Abonnieren-Button und stelle die Benachrichtigungen an, damit du nie wieder eine Folge verpasst. Cast Arena, dein Podcast. Dein Spiel. Deine Arena.